Damit rufe ich nun den Tagesordnungspunkt 1 auf, Befragung der Bundesregierung. Als Thema der heutigen Kabinettssitzung hat die Bundesregierung mitgeteilt, Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Gefahren des Konsums von elektronischen Zigaretten und elektronischen Shishas. Das Wort für den einleitenden fünfminütigen Bericht hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Frau Schwesig. Und ich darf wie auch sonst die Fraktionen, soweit schon Wortmeldungen absehbar sind, mich bitten, mir das vielleicht schon kenntlich zu machen. Dann kann man das etwas vorsortieren. Bitte schön, Frau Ministerin. Ja, meine Damen und Herren, jetzt das Eingangsstatement Manuela Schwesig, SPD. Wir haben heute im Bundeskabinett die Änderung des Jugendschutzgesetzes, den Gesetzentwurf beschlossen, der dann Ihnen auch schnell zugeleitet werden soll. Es geht darum, zukünftig auch den Verkauf von E-Zigaretten und E-Shishas an Kinder und Jugendliche zu verbieten. Sie wissen, dass eigentlich Tabakwaren an Kinder und Jugendliche nicht abgegeben werden dürfen, nicht in Gaststätten, nicht in Verkaufsstellen und auch nicht am Arbeitsplatz. Kinder und Jugendliche dürfen auch in der Öffentlichkeit nicht rauchen. Das ist ein Grundpfeiler des Jugendschutzgesetzes und gleichzeitig auch ein Grundpfeiler in der Prävention gegen Nikotinsucht. Wie wir aus dem aktuellen Tabakbericht wissen, der gestern veröffentlicht worden ist von der Drogenbeauftragten, ist es so, dass Verbot und Prävention im gemeinsamen Einklang bei Kindern und Jugendlichen zum Erfolg führen. Es ist die Nikotinsucht in dieser jetzt zurückgegangen, aber wir haben den zunehmenden Konsum von den sogenannten E-Zigaretten und E-Shishas. Das überrascht nicht, denn sie sind frei zugänglich und sie sind sehr attraktiv. Die sind halt elektronisch, die gibt es in Geschmacksrichtungen wie Mango, Erdbeere, Schokolade. Sie wirken also sehr harmlos, aber sie sind es nicht. Sie sind genauso gesundheitsschädigend wie andere Tabakwaren. Diese Abgabe- und Konsumverbote, die wir bereits haben für Tabakwaren, gelten eben nicht für diese elektronischen Zigaretten und E-Shishas, bei denen sogenannte Liquids verdampfen. Und diese Regelungslücke müssen wir dringend schließen. Das haben wir heute auch im Kabinett so beschlossen. Nach einer Auswertung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben etwa 20% der 12- bis 17-Jährigen schon mal eine E-Shisha probiert, etwas weniger, 15% eine E-Zigarette. 11,3% haben eine E-Shisha oder eine E-Zigarette konsumiert, die aber noch nie eine Tabakzigarette konsumiert haben. Daran sehen Sie also, die E-Zigaretten und E-Shishas verführen zum Konsum, auch wenn man eigentlich gar nicht Zigaretten schon probiert hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu diesem Verbot kommen. Wir haben gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dem Bundesgesundheitsministerium und der Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten Erkenntnisse eingeholt. Die Studien des Bundesinstitutes für Risikobewertung und des Deutschen Krebsforschungszentrums belegen, dass der Konsum nikotinfreier E-Shishas und E-Zigaretten definitiv gesundheitsschädlich ist, weil dabei Stoffe entstehen, also Stoffe dabei sind, die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen. Außerdem dringen feine Partikel in die Lunge ein, sie reizen sie und sie hindern die Lunge vor allem am Wachsen. Und wie Sie wissen, ist die Lunge bei Kindern und Jugendlichen noch im Wachstum. Und deshalb ist es wichtig, diese Lunge auch weiter zu schützen. Mit den neuen Regelungen setzen wir deshalb auch ein Signal, dass der Konsum von E-Zigaretten und E-Shishas eben nicht so harmlos ist, wie sie daherkommen und dass wir Kinder und Jugendliche besonders schützen müssen. Das Konsum- und Abgabeverbot wird den Zugang erschweren. Das ist richtig, aber es ist eben auch gleichzeitig ein Signal an die Kinder und Jugendlichen selbst, aber eben auch an Eltern, an Lehrerinnen, Lehrer, an Ärzte, dass wir auch hier unsere Prävention ausbauen müssen. Dass eben diese Dinge nicht harmlos sind, sondern ungesund. Ein Verbot alleine reicht nicht, sondern nur, wenn wir präventiv auf Kinder und Jugendliche hinwirken, so wie wir es beim bisherigen Tabakkonsum machen, werden wir erfolgreich sein. Das ist im Interesse der Kinder und Jugendlichen. Wir haben beantragt, dass wir möglichst so schnell wie möglich, also Allbedürftigkeit beantragt, dass wir so schnell wie möglich dieses Gesetz in Kraft treten lassen können. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Ihrem Interesse ist. Und insofern freue ich mich dann auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Ich rufe nun die Fragen auf. Ich schlage vor, dass wir aus nachvollziehbaren Gründen die Versuchsanordnung in der Weise modifizieren, dass die Fragen wie üblich im Stehen gestellt und die Antworten ausnahmsweise im Sitzen erteilt werden dürfen. Und als ersten Fragesteller gebe ich dem Kollegen Müller das Wort. Norbert Müller ist das von der Linksfraktion und die Ministerin darf sitzen aus Gründen ihrer Schwangerschaft. Vielen Dank. Ich denke, das geht in Ordnung mit dem Sitzend beantworten. Das ist überhaupt keine Frage. Ich will vorweg schicken, wir sind sicherlich alle hier vorbildlicherweise Nichtraucher und geben entsprechend auch im Kinder- und Jugendschutz selbstverständlich kein schlechtes Vorbild ab. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wo Sie in der angestrebten Regulierung einen Unterschied machen, in der gesundheitsgefährdenden Wirkung, die Sie auch beschrieben haben, zwischen herkömmlichen Tabakprodukten, die sozusagen hier bereits sanktioniert, und E-Shishas, E-Zigaretten, die möglicherweise eine gesundheitsschädliche Wirkung haben, aber eine andere oder auch eine geringere. Also ist sozusagen hier angestrebte Regulierung nochmal nachzuarbeiten und in Abhängigkeit von der Schädlichkeit eine Unterscheidung vorzunehmen. Eine Unterscheidung ist nicht geplant, denn die Ergebnisse der Gutachten und auch die Bewertung der Kinder- und Jugendärzte kommen ja dazu, dass es schädlich für Kinder und Jugendliche ist. Und deshalb fallen zukünftig die E-Zigaretten und E-Shishas genauso, auch mit den gleichen Konsequenzen, unter das Jugendschutzgesetz wie die bisherigen Tabakinstrumente, also Zigaretten und Zigarren zum Beispiel. Kollege Lehrieder. Paul Lehrieder ist das für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Ministerin, E-Shishas und E-Zigaretten werden, wie Zigaretten ja auch, nicht nur im üblichen Handel vertrieben, sondern auch über Online-Angebote bestellt und per Versand ausgeliefert. Wie kann hier der Jugendschutz aus Sicht des Ministeriums gewährleistet werden? Und wie funktioniert der Jugendschutz beim Online-Kauf in der Praxis? Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es ist richtig, wir müssen auch den Verkauf im Onlinehandel verbieten. Ansonsten würde das Verbot ziemlich ins Leere laufen. Und deshalb unterliegen auch zukünftig die E-Shishas und E-Zigaretten dem Verbot im Onlinehandel. Und hier gibt es die gleichen Regelungen zukünftig wie auch bei anderen Sachen, die man nicht vertreiben kann über Onlinehandel. Wie funktioniert das praktisch? Man muss zum einen bei der Online-Bestellung eine Identitätsprüfung machen und dann, wenn die Ware tatsächlich an die Haustür geliefert wird, darf die Ware nur jemanden gegeben werden, der sich auch ausweisen kann, dass er das auch bestellt hat und dass er dann vor allem auch über 18 ist. Kollege Terpe. Harald Terpe ist das als nächster Fragender von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe eine Frage, ob die Bundesregierung im Sinne des Jugendschutzes auch eine Änderung Bundesnichtraucherschutzgesetzes, das ist ein langes Wort, plant. Nein, das ist nicht geplant. Kollege Schwarze. Mich würde noch mal interessieren, es wird ja in dem Gesetzentwurf nicht unterschieden zwischen nikotinhaltigen und nicht nikotinhaltigen Liquids. Und beides wird dem Jugendschutz unterzogen. Und vielleicht könnten Sie uns noch mal erklären, warum das so ist. Stefan Schwarze war das für die SPD-Fraktion. Das hat damit zu tun, dass eben auch die nicht nikotinhaltigen Liquids gesundheitsschädigend sind. Ich würde gerne noch mal nachschlagen wollen. Das hatte ich mir nämlich im Vorfeld schon mal aufgeschrieben. Das sind so ein paar besondere Chemiebegriffe. Genau. Die Studien haben gezeigt, also die Studie des Bundesinstitutes für Risikobewertung und auch die des Deutschen Krebsforschungsinstitutes aus 2015, dass beim Dampfen der nikotinhaltigen, aber auch der nikotinfreien E-Zigaretten Verbindungen entstehen. Carbonylverbindungen, einschließlich Formaldehyd, Acrolein und Acetaldehyd.
die alle Krebs auslösen können. Und das ist das Problem. Auch die aromatisierten Liquids besitzen unabhängig vom Nikotingehalt zellschädigende Eigenschaften. Geschädigt werden vorrangig Stammzellen, die bei Wachstum und Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus enthalten die Aerosole von elektronischen Zigaretten und elektronischen Shishas feine und ultrafeine Partikel, die aus den Vernebelungsmitteln entstehen. Diese Partikel können bis in tiefe Regionen der Lunge vordringen, die sich dort ablagern und oxidativen Stress und Entzündungsreaktionen auslösen. Eine chronische Schädigung durch diese Partikel wirkt sich besonders in der Wachstumsphase aus und beeinträchtigt bei jungen Menschen die Lungenentwicklung. Das Wachstum der Lunge endet erst im jungen Erwachsenenalter, wie wir wissen. Zudem kann der anfängliche Gebrauch von vermeintlich harmlosen, nikotinfreien E-Zigaretten dazu verleiten, halt auch neue Reize zu suchen und dann auf nikotinhaltige E-Zigaretten oder herkömmliche Zigaretten umzusteigen. Sie sehen also, die Inhalte sind so schädigend, dass eigentlich es auch Erwachsene nicht tun sollten, aber wir beschränken uns mal bei dem Verbot auf die Kinder und Jugendlichen. Nur der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass die Verlesung dieser eindrucksvollen Liste von problematischen Chemikalien natürlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als nach den Regularien unserer Regierungsbefragung eigentlich vorgesehen sind. Aber da wir ja an einer möglichst vollständigen Erfassung des Sachverhalts interessiert sind, sind wir froh, dass es auf diese Weise im Protokoll steht. Und nun hat der Kollege Wunderlich das Wort. Jörn Wunderlich ist der nächste Fragende für die Linksfraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, plant die Bundesregierung in absehbarer Zeit die Tabakrahmenkonvention umzusetzen, in der sich Deutschland ja verpflichtet hat, ein generelles Verbot der Werbung von Tabak zu erlassen? Nach meinem Kenntnisstand war das auch im ursprünglichen Gesetzentwurf so enthalten. Und ist es richtig, dass da das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium interveniert haben, um dann diese Werbung weiterhin zu ermöglichen? Jörn Wunderlich ist familienpolitischer Sprecher seiner Fraktion. So nicht richtig, das hatten wir nicht vorgeschlagen, weil es ein Thema des Landwirtschaftsministers ist. Und wenn der Präsident und Sie damit einverstanden wären, könnte vielleicht der parlamentarische Staatssekretär des Landwirtschaftsministers etwas zu dem aktuellen Sachstand sagen, der Umsetzung der Richtlinie. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Die Staatssekretärin. Ja, dann fragen wir die doch mal, ob sie das möchte. Bitte schön. Herr Präsident, Herr Kollege, wir sind gerade in der Frühkoordination der entsprechenden Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die unser Haus vorbereitet hat, und werden dann bald zügig auch in die Ressortabstimmung eintreten. Das war die Staatssekretärin aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Ist es darüber, dass der Gebrauch, also dass, wenn man zuerst mal E-Zigaretten geraucht hat, dann Jugendliche auch häufig auf nikotinhaltige Zigaretten umsteigen? Auf Stimme. Die Frage von Ursula Schulte war das für die SPD. Ja, diese Gefahr besteht, weil man eben einen vermeintlich harmlosen Einstieg hat und dann, wie jeder vielleicht aus seiner eigenen Kinder- und Jugendzeit weiß, auch dann animiert wird, auch mal was anderes auszuprobieren. Frau Stadler. Svenja Stadler von der SPD ebenfalls. Eine Frage nochmal zu den Online-Shops. Was ist, wenn diese Online-Shops sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten? Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Da gibt es Bußgelder. Und zwar ist es so, dass nach Zuwiderhandlung gegen Verbote des Jugendschutzgesetzes eine Geldbuße bis zu 50.000 Euro ausgesprochen werden kann. Frau Vogler. Katrin Vogler ist das für die Linksfraktion als nächste Fragende. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin. Auf die Frage des Kollegen Wunderlich wird mancher Zuschauer jetzt gestaunt haben, dass da der Kollege aus dem Landwirtschaftsministerium
die Kollegin aus dem Landwirtschaftsministerium geantwortet hat. Und deswegen finde ich es wert, einfach noch mal nachzufragen, warum eigentlich die Tabakregulierung nicht wie andere Suchtmittel in der Obhut des Gesundheitsministeriums und damit auch bei der Drogenbeauftragten angesiedelt ist und ob die Bundesregierung auch weiterhin daran festhält, die Tabakregulierung beim Landwirtschaftsministerium zu belassen. Das kann ich gerne beantworten, Frau Abgeordnete. Die Bundesregierung hat nicht vor, die Zuständigkeiten zu ändern. Und bisher gibt es auch wegen diesen Zuständigkeiten gar keine Probleme, auch nicht aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Denn wie bei diesem Gesetzentwurf, den ich heute vorgestellt habe, arbeiten Bundesminister Schmidt, Bundesminister Gröhe und ich gemeinsam zusammen. Und so haben wir auch gerade heute am Rande des Kabinetts darüber gesprochen, dass Herr Schmidt jetzt auch die entsprechenden weiteren gesetzlichen Regelungen auf den Weg bringen wird. Ich sehe da keine, also wir haben da keine Sorge, dass deshalb etwas auf der Strecke bleibt. Kollege Wunderlich. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin Schwesig. Sie haben gerade in dem Zusammenhang mit den nikotinfreien Liquids-Gesetz gesagt, Sie wollten auch vermeiden, neue Reize für Kinder und Jugendliche zu setzen, damit diese dann später nicht auf nikotinhaltige Liquids oder gar auf Zigaretten umsteigen. In dem Kontext, da es ja hier um Jugendschutz geht, möchte ich Sie fragen, gibt es auch diesbezüglich Überlegungen, alkoholfreien Kindersekt zu verbieten? Denn in der letzten Legislatur ist mir mit Frau Dückmanns, der damaligen Drogenbeauftragten, gelungen, so ein Werbespot, wo es hieß, so nicht saufen, feiern wie die Großen, wo für Kindersekt geworben wurde, dass der aus der Werbung rauskam. Aber gleichwohl steht so alkoholfreier Kindersekt immer noch in den Regalen neben dem normalen, in Anführungsstrichen, Sekt. Und da werden ja für Kinder auch Anreize geboten, A, möglicherweise dann mal auf alkoholhaltigen Sekt umzusteigen, beziehungsweise sie werden schon von klein auf an diese Riten des gesellschaftlich anerkannten Saufens, für den es grundsätzlich keinen Grund gibt, herangeführt. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Diese Überlegung gibt es derzeit nicht. Das hat damit zu tun, dass, wie Sie richtigerweise eben dargestellt haben, natürlich in vielen Dingen Verleitungen sein können. Also am Ende auch letztendlich in Süßigkeiten, wie wir alle wissen, gibt es immer die Frage, wenn Dinge, die an sich selber gar nicht schädlich sind, verleiten sie aber vielleicht zu einem schädlichen Konsum oder zu einem Konsum in der Perspektive, der schädlich sein könnte. Diese Frage, die Sie da aufmachen, die ist berechtigt, aber wir müssen sie immer abwägen. Ich finde, dass man eben auch bei diesen Themen, was klare Verbote angeht, dosiert vorgehen muss. Frau Vogler. Katrin Vogler noch einmal von der Linksfraktion. Ich würde da gerne noch ein anderes Thema aufmachen. Welche wissenschaftlich validen Erkenntnisse hat denn die Bundesregierung in Bezug auf die Gefährdung durch Passivkonsum durch E-Zigaretten und E-Shishas? Keine detaillierte Aussage geben, ob das auch Bestandteil der Studie war, aus denen ich zitiert habe. Unser Fokus lag darauf, dass wir eben herausfinden, ob eben auch vor allem die nicht nikotinhaltigen E-Shishas auch so gesundheitsfern sind, dass wir einen Grund haben, sie zu verbieten. Ich muss es noch mal sagen, die Frage des Verbots ist eben auch ja immer eine Frage der Einschränkung von Persönlichkeitsrechten und deshalb ist es schon wichtig, da valide Daten zu haben. Ich kann das aber gerne nochmal im Anschluss an die Regierungsbefragung heute klären, ob es dazu valide Daten gibt und Ihnen gerne dann, wenn es so ist, zur Verfügung stellen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zu diesem vorgetragenen Thema der Kabinettssitzung gesehen. Dann können wir das zunächst abschließen. Ich frage, ob es sonstige Fragen zur heutigen Kabinettssitzung gibt. Herr von Notz, dann Frau Vogler. Konstantin von Notz jetzt mit einer anderen Frage zur Kabinettssitzung. Zur Innenpolitik. Zu den schlimmen Straftaten und rechtsextremistischen Übergriffen, die es
seit Wochen in unserem Land beklagenswerterweise gibt, auf Flüchtlinge, auf ehrenamtliche Helfer, auf Polizisten, auf Politiker, auf Journalistinnen und Journalisten. Zahlreiche Mordanschläge dabei. Und das sage ich auch mal im Hinblick auf den Anschlag auf Frau Reker und die Aussage unseres Innenministers, der gesagt hat am 18.10. im Bericht aus Berlin, inzwischen ist völlig eindeutig, diejenigen, jetzt im Hinblick auf Pegida, diejenigen, die das organisieren, sind harte Rechtsextremisten, hat er gesagt. Fand ich gut in der Klarheit. Die Frage ist, stimmt die Bundesregierung zu bei der Einschätzung, dass es sich hierbei um rechtsterroristische Anschläge handelt, die wir seit Monaten hier jeden Tag zu verzeichnen haben? Herzlichen Dank. Stimmt die Bundesregierung, Herr Abgeordneter, stimmt der klaren Einschätzung des Innenministers zu, dass es sich bei den Organisatoren von Pegida um Rechtsextreme handelt? Frau Vogler? Noch einmal Katrin Vogler für die Linksfraktion jetzt. Ja, nachdem wir jetzt gerade über die Jugendschutzpläne in Bezug auf die E-Zigaretten und E-Shishas gesprochen haben, möchte ich doch noch mal nachfragen insgesamt zur Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie. Da heißt es ja, dass der ursprüngliche Entwurf aus dem Landwirtschaftsministerium von Herrn Schmidt vorgesehen hat, vollständiges Tabakwerbeverbot vorzunehmen. Und da würde mich interessieren, welche Intervention welcher Ministerinnen und Minister dazu geführt hat, dass das im jetzigen Gesetz oder in der jetzigen Umsetzungsplanung nicht mehr enthalten ist und warum man sich so massiv den einen Punkt E-Shishas und E-Zigaretten rausgegriffen hat, um diese Tabakrichtlinie umzusetzen und im Bereich der Regulierung von nikotinhaltigen Tabakprodukten ansonsten nicht weiter vorangekommen ist. Die Frage hätte zwar auch vorhin gestellt werden können im unmittelbaren Kontext, aber gerne, Frau Schwesig. Es handelt sich ja hier um zwei Themen, haben Sie ja eben angesprochen. Wir haben uns nicht die E-Shishas und E-Zigaretten herausgegriffen und kommen dann in den anderen Sachen nicht weiter, sondern der Verbot der E-Zigaretten und E-Shishas betrifft ja ausschließlich ein Verkaufsverbot für Kinder und Jugendliche. Und das ist unter das Jugendschutzgesetz, für das ich zuständig bin, zu fassen, weil es da einfach bisher eine Rechtslücke gab, weil zu dem Zeitpunkt, wo man es damals verboten hat, gab es halt diese Produkte noch nicht. Ich nehme an, das wird jetzt noch öfter vorkommen, dass Produkte auf den Markt kommen, wo wir sehen, die haben eine neue Entwicklung, da müssen wir wieder das Gesetz anpassen. Und parallel dazu arbeitet der Bundeslandwirtschaftsminister an den anderen Regelungen. Wir haben nicht das eine jetzt irgendwie vorgezogen, sondern an beiden wird intensiv gearbeitet und es wird ja auch auf den Weg gebracht, so wie die Staatssekretärin angekündigt hat. Frau Keul. Die nächste Fragende zu einem anderen Thema ist jetzt Katja Keul für Bündnis 90 Die Grünen. Täglich Brandanschläge und rechtsextremistische Angriffe in den Nachrichten lesen müssen. Und die Frage ist ja, in welchen Fällen hat denn jetzt die Generalbundesanwaltschaft hier schon mal wegen terroristischer Hintergründe die Ermittlungen an sich gezogen? Gibt es inzwischen ein Ermittlungsverfahren bei der Generalbundesanwaltschaft? Danke, Frau Abgeordnete. Die Einschätzung, dass das dramatisch zugenommen hat und dass auch hier Gefahren drohen, wie Sie sie eben gemacht haben und auch Ihr Kollege aus Ihrer Fraktion, die teilen wir. Und deswegen sind wir natürlich in verschiedenen Bereichen mit den Themen beschäftigt, einmal im BMJV, aber auch im BMI, in meinem Bereich aus Sicht der Prävention, weil man sich auch nochmal anschauen muss, was sind eigentlich die Phasen, bevor es zu solchen Gewaltexzessen kommt. Im Fall von Frau Reker hat sich der Generalbundesanwalt der Sache angenommen. Frau Hasselmann. Britta Hasselmann, Bündnis 90 Die Grünen. Frage zum Thema Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus. Wir hatten ja in einer der zurückliegenden Innenausschusssitzungen die Frage ans BMI und den Minister gerichtet, der auch in der Ausschusssitzung war, welche Erkenntnisse Sie grundsätzlich über die Entwicklung haben und die Strukturen. Wurden da verwiesen auf den Verfassungsschutzbericht und die Diskussion mit Herrn Maaßen. Ich sag mal, da habe ich die Erwartung, dass das demnächst vom Bundesministerium auch selbst kommt. Meine Frage konkret bezieht sich auch noch mal auf den Mordanschlag an Frau Reker.
Gibt es dort Erkenntnisse und werden die weiterverfolgt dazu, dass diese Person, Frank S., aus rechtsterroristischen Strukturen stammt und Bezüge in rechtsterroristische Strukturen hat? Und wird an dieser Frage konsequent gearbeitet? Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Dazu können wir keine Aussage machen als Bundesregierung. Das obliegt dem Generalbundesanwalt. Gibt es sonstige Fragen an die Bundesregierung? Frau Hasselmann. Britta Hasselmann noch einmal. Ja, ich habe eine Frage ans Bundesinnenministerium, das ja auch zuständig ist für Sport, nach meiner Information. Stimmt? Okay, dazu muss man nicht sportlich sein. Hauptsache, man ist für Sport zuständig. Mich interessiert. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Mitglieder der Bundesregierung. Ja. Ähnliche Verteilungen sind in den Fraktionen auch zu beobachten. Ja, absolut. Ich stimme Ihnen da 100% zu. Ich glaube, wir liegen da eher auf einer Linie. Genau, aber jetzt zum konkreten Thema. Es ist nicht die Sportertüchtigung von uns allen, sondern meine Frage richtet sich in Bezug auf das Thema DFB. Da gibt es ja einen ganz aktuellen Bericht in der Presse zu lesen. Mir liegen diese Unterlagen nicht vor, dass es im Kontext der Vergabe der WM-Entscheidung auch Einbeziehung des Bundesinnenministeriums gegeben hat. Wie werden Sie die Bundestagsabgeordneten über diese entsprechenden Zusammenhänge, die da aufgestellt werden, informieren? Und B, wie gehen Sie jetzt im Ministerium selbst diesen Fragen, die da aufgeworfen worden sind, nach? Antworten wird Staatssekretär Krings aus dem Bundesinnenministerium. Herr Präsident, Frau Kollegin Hasselmann, zunächst einmal meines Wissens, ich habe da auch nur in konkreto Pressekenntnisse, sind es Vorwürfe gegen einzelne Funktionsträger beim DFB, nicht gegen DFB als solchen, aber das haben wir dahingestellt. Und ich darf darauf verweisen, dass jetzt praktisch zeitgleich oder in etwa zeitgleich der Sportausschuss des Deutschen Bundestages tagt, dort mein Kollege, parlamentarischer Staatssekretär Dr. Schröder, dem Sportausschuss berichten wird. Ist mir wichtig, dass der DFB selbst als Organisation, was auch angekündigt worden ist, hier lückenlos aufklärt. Weitere Einzelheiten aus unseren Erkenntnissen oder Ermittlungsschritten kann ich Ihnen noch nicht mitteilen. Ich glaube, es ist mir wichtig, dass der Verband es aufklärt, aber wir nehmen es ernst, beobachten das. Und es gibt ja auch eine Reihe von Ersuchen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes, die wir im Rahmen der gesetzlichen Grundlage da auch bearbeiten werden, um auch unseren Teil beizutragen. Gibt es sonstige Fragen? Ja, meine Damen und Herren, soweit also die Befragung der Bundesregierung am heutigen Mittwoch, dem ersten Tag der Sitzungswoche.